hat euch Arthur geschickt! Halt Maul! Luft! Au! Доброе утро, Даниэль. Мы знаем, что ты будешь вести немецкий фильм «Прайс». Ты нам нужен? Да, я веду это шоу. А вы будете со мной танцевать или что? В этом году это будет российская немецкая кинопремия. Скоро ты получишь инструкцию. Ты это сделаешь для Родины, для папы Путина. А если скажу нет? Если ты скажешь нет, тогда твоя мамочка будет капут. Fass sie nicht an! Ihr Schweine, ich bring euch um! Ich bring euch um! Nein! Au! Wir sehen uns, kleiner Schauspieler. Wieso habt ihr mich ausgezogen? Sex sells. Ficker! Ihr Ficker! Nein! Nein! Holt ihr подарок от Путина? Поехали! Was? היי, אתה דניאל דונסקי? כן. אותו מגניב. איך אני יכול לעזור? דניאל, אני רציתי לדבר איתך במקום רגוע יותר. אתה מנחה את פרס הקולנוע הגרבני. הרוסים יצרו איתך קשר. מעכשיו אתה עובד בשבילנו. למה? לייצג את האינטרסים שלנו בגרמניה מדי פעם. ואם אני אסרב אתם תהרגו את אמא שלי? מה, אני נראה לך רוסי? אמא שלך במקום בטוח. תתנהג יפה, אתה שומע? לך למשטרה. Warum hast du mich ausgezogen? Sex sells. Close the door. Ich war doch nur den Filmpreis moderieren. Mr. Donskoy, we would like to kidnap you. Okay. Thank you. Daniel, darling, it's a true pleasure to meet you. Your Majesty, it's an honor. Let's skip the bullshit. You are not to respond. Okay. We know you are working with the Russians and with the Israelis. I'm not... Brexit has hit us really hard. There's one thing we really need right now. Is it a new Prime Minister? No. Actually, yes. No, the thing we need right now is to re-enter the EU. What am I to do about that? The Culture Minister, Monika Grütters, will attend the film prize ceremony. You will kidnap her and take her to London. The moment Angela lets us back in, we will release the minister unharmed. I don't think Angela's going to be Chancellor anymore, Your Majesty. We don't give a flying fuck who's leading your little country. On the 2nd of October, the UK will be in the EU. Or terrible things will happen. What terrible things? The end of the world as we know it. I don't think I can. You will kidnap the minister, Daniel. Please, get out of the car.
Anything else? Take off your clothes. Okay. Thank you. Sabin, hast du eine Sekunde? Hör zu. Erst haben mich die Israelis entführt und dann die Russen. Also nein, erst die Russen und dann die Israelis. Daniel, das klingt echt nicht gut. Ja, und auf jeden Fall saß ich dann irgendwann mit dem Mossad im Meistersaal der Hansa-Studios und der Typ hat einen fucking Taser in der Hand, verstehst du? Kann es sein, dass du einen Burnout hast? Und als ob das nicht genug wäre, ja? Kam dann die Queen. Die fucking Queen aus England. Willst du mich verarschen? Welcher? Ja, krass. Wenn du Probleme mit Tschetschenen hast, Araber, Kurden, kein Problem. Helfe ich dir gerne, aber nicht mit der Queen. Die ist zu gefährlich, Dicker. Da bin ich raus. Niemals. Tschüss. Ruf mich nie wieder an wegen der Queen. Was soll ich denn jetzt machen, Mann? Daniel. Das kenne ich. Das passiert. Nichts ist permanent. Also bei mir hilft da meistens einfach nur genug schlafen und viel Wasser trinken. Die wollen, dass ich die Kulturstaatsministerin entführe, Mann. Ey, Daniel, ganz ehrlich, das hört sich für mich zu Babel und Berlin-mäßig an. Ich habe heute Dreh frei. Du hast frei? Können wir uns treffen? Sei mich böse, ich bin gerade so ein bisschen zen-mäßig drauf. Hab keinen Bock auf schlechte Vibes. Meditier du doch auch. Ich wollte... Gönn den guten Roten. Benno, ich brauche Hilfe. Ja, ich brauche auch Hilfe, aber... Ich habe gerade keine Zeit. Nichts ist permanent. Ich rufe die Akademie an. Herr Mattes, hier ist Daniel Danskoy. Wir müssen sprechen. Herr Mattes, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Herr Mattes, ich komme direkt zum Punkt. Ich drehe zurück. Ich werde den Filmpreis nicht moderieren, weil wenn ich das mache, dann passieren schlimme Dinge, die ich nicht in meinem Gewissen vereinbaren kann. Und deswegen Daniel, ist das Beste für... Daniel. Ja? Schön, dass du endlich gekommen bist. Aber offensichtlich, ich wundere mich auch ein bisschen. Hast du mich wirklich nicht erkannt? Was? Also, warum erkannt? Also... Mathis, das waren alles Sie? Naja, wir müssen noch rausfinden, ob du das Rückgrat hast, ob du reif genug bist, so eine Aufgabe zu übernehmen. Dazu gehören Loyalität, Entschlossenheit, ja. Ehrlichkeit. Aber du hast verstanden, Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns am 1. Oktober. Und keiner will mich umbringen. Bist du Daniel Danskoy?